Hier willkommen zur weiteren Folge von Bloons Tower Defense Battle 2. Gab ein mittelklein großes Update und dieses Update hat ein paar Sachen gefixt, hat ein paar Balance-Änderungen gemacht. Ich denke, die Balance-Änderungen im Detail interessieren jetzt die meisten Leute gar nicht so sehr. Vielleicht interessant für Leute, die den Mörseaffen spielen. Der Mörseaffe hier unten mit Loon-Verarschung, der kann jetzt auch den Schild von Zoms wegnehmen, das ging vorher nicht. Falsche Schütze wurde genervt. Der Druide, der eh schon overpowered ist, der ist jetzt nochmal stärker geworden fürs Early Game, warum auch immer. Und eine Sache, die mich aber freut, ist der Eisaffe. Denn der Eisaffe hatte jetzt ja wirklich eine ganze Zeit lang einen Bug, dass der einfach mit Eiszapfenpfahl nicht so richtig DDTs angreifen konnte. Also wollte er nicht. Der hat DDTs gesehen und dachte sich, nee, habe ich nicht so viel Bock drauf. Und das wurde jetzt gefixt. Außerdem wurde er vom Schaden ein bisschen schlechter gemacht. Der macht jetzt nur noch, ich glaube, 50 Schaden statt 75. Und da würde ich gerne mal gucken, wie gut ist der Eisaffe aktuell. Ich habe diese Season immer noch nicht gepusht. Wir haben Einheiten verbessert, machen unser Game, gucken uns den Eisaffen an, gucken wie der ist. Wir können auch Eisaffen mit der oberen Skillung, Superbröckel mal raushauen. Habe ich glaube ich auch noch nicht gemacht. Dazu können wir die Plantage noch ein bisschen weiter leveln. Dazu den Boomerang-Affen ein bisschen weiter leveln. Die Map wäre super, aber der macht die weg, obwohl es die beste Map im gesamten Game ist. Der macht die weg. Ja. Mathematik, Ehre, let's go. Muss ich meine Facecam bewegen? Nee, ne? Das passt, alles gut. Ich muss ja sagen, aktuell macht mir Battle 2 mehr Spaß als Bloons Tower Defense 6. Liegt einfach daran, weil Bloons Tower Defense 6 ist contenttechnisch echt so ein bisschen leer. Und hier gibt es halt immer noch neue Skillungen, die man decken kann. Dinge, die ich ausprobieren kann, die ich noch nie gemacht habe. Und bei Bloons, ich warte da auf das Update, bis da mal wieder was Fetziges passiert. Und im letzten Video haben wir ja auch geguckt, welche Plantage ist die beste von der sekundären Skillung, oben oder Mitte. Da habe ich nachgewiesen, dass die obere Skillung leicht besser ist. Und trotzdem hatte ich Kommentare, wo Leute gesagt haben, Bardo, ich habe es nachgerechnet, die Mitte ist besser. Da musst du ja nicht nachrechnen. Wir haben uns das für irgendwie 10 Runden angeguckt und haben empirisch nachgewiesen festgestellt, dass die obere Skillung ein bisschen besser ist. Also ist ja einfach, ne? Da kannst du rechnen, wie du willst. Ist ja ein Fakt. Mache ich den Eisaffen unten auf Eiszapfenpfahl oder mache ich den nach oben? Wenn der oben ist, kann der halt Tarnungen entfernen. Ich glaube, es wäre besser. Ich habe Angst vor unsichtbaren Pushen. Wir machen das mal so. Der greift unsichtbar ran, der greift unsichtbar ran. Wir machen das einfach. Ich vertraue gerade nicht genug. Wir machen das mal so. Das sollte jetzt reichen gegen Runde 12 Push. Er hingegen hat übrigens nichts gegen unsichtbar. Ich will es nur kurz meinen, er hat nichts. Er hat nicht eine einzige Einheit außer Churchill, die was gegen Unsichtbare machen kann. Ich will es nur einmal kurz erwähnen. Einmal kurz demonstrieren da. Ein paar Grüne einfach losschicken. Ach, er hat jetzt. Jetzt hat er gemerkt. Oh, ich muss ja was machen dagegen. Ja, bisschen spät, Dude. Bisschen spät. Ja, mein Eco ist schon komplett Müll. Mein Spielrhythmus ist komplett durcheinander. Aber ich glaube, er haut keinen Moab raus. Ich glaube, er weiß nicht, wie stark Moabs sind. Er weiß ja nicht mehr, wie gut Tarnbelungs sind. Der hat einfach richtig spät alles rausgehauen. Ist aber gut. Ist ein dankbarer Gegner, um ein paar Dinge auszuprobieren. Okay. Ja, der haut irgendwie keinen Moab raus. Möchte er nicht. Mag er nicht so Moabs. Na gut. Dann würde ich sagen, Eco genug. Alternative Eco. Zumindest 3 Plantagen würde ich jetzt gerne noch raushauen. Wir machen mal hier einen Zentralmarkt. Ich glaube, einen zweiten können wir uns nicht ganz erlauben, aber einen können wir machen. So, und jetzt sparen wir. Jetzt sparen wir. Runde 26 weiß er ja Bescheid, dass es stark ist bestimmt. Jetzt wird, ich glaube, wir müssen eine Menge verkaufen. Gut, so stark gegen Moab ist er jetzt auch nicht, ne? Ja, komm, wir verkaufen mal. Eiszapfenfall. So. Jetzt finden wir raus, ist Eiszapfenfall immer noch der DDT-Killer? Vorher hat der DDTs quasi solo gekillt. Wie sieht es jetzt aus? Ist der niedrigere Schaden ein Handicap? Wir machen mal jetzt noch. So, jetzt. DDT. Ist eingefroren. Bewegt sich aber gut voran. Ich glaube, der kann nicht mehr so gut eine DDT-Welle aufhalten. Glaube ich ganz ehrlich, das ist noch ein DDT. Er schickt halt nur einzelne. Das macht es halt dann ein bisschen easy. Noch ein Boost. Ja, wenn der Boost an ist, ist der Schaden okay. Ich glaube halt, eine Armee von denen würde ein Bett kaputt kriegen. Gleich in Runde 30. Ich will aber auch tatsächlich Superbrückeln auch noch machen. Ich würde gern beides haben. Und da wird es halt schwierig. Wir haben hier 8000, 12000, 16000. 16000 Boost kriegen wir. Und er hat halt Probleme gegen Moabs schon. Das ist halt tragisch. Er ist kaputt gegangen gegen irgendeine Kacke. Ja, fantastisch. Aber war nicht so stark, wie ich dachte jetzt, der Eisaffe. Weil ich könnte den Eisaffen mit... Ich mach mal Affendorf. Ich will den Eisaffen und den Boomerang-Affen mal mit Primärexpertise boosten und gucken, wie stark die dann sind. Gott, Hilfe.
Hilfe, vergesst die Runde, ich hab gechoked. Krieg noch kaputt. Turboladung ist so eine Enttäuschung. Gut, der war jetzt nur Stufe 3. Aber ich hätte gedacht, der kriegt das kaputt. Der kriegt einfach nichts kaputt. So, was ich jetzt mache, ist übrigens, ich warte, bis die Eco so gut ist, dass ich halt die ganze Zeit schicken kann und trotzdem Einheiten verbessern kann. Das ist ab 1200 ungefähr. Sobald du bei 1200 bist, machst du halt mehr Plus und kannst halt wirklich durchsenden. Achtet mal drauf. Gleich. Wir haben jetzt, wenn alles weg ist, 50. Achtung, Achtung, Achtung. Gleich haben wir dann irgendwie 80 oder was. Wo sind wir? 130 und ab jetzt können wir wirklich auch mal Verbesserungen raushauen, kleine. Wir sollten jetzt dann bei 300 irgendwas sein. Ja, 390. Jetzt sind wir gleich dann bei 500 oder was. Ne, korrekt? Ja, 600 und die Eco sprintet halt von uns. Das ist so gut. Okay, und wir können es halt verbessern für das, was wir über haben. 900 sind wir. Weiß er denn überhaupt, dass er Moab so schicken kann? Ich glaube nicht, ne? Der ist nur mit sich selbst beschäftigt. Ich mach mal ein bisschen Safety gegen Moabs, wenn der einen raushaut, dass wir da zumindest nicht komplett ins Messer laufen. Da halten wir uns das mal bereit. So, immerhin. Aber Eco sollte gut sein. Ja, Eco halt überhaupt nicht. Nur noch mit den Druiden. Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Jetzt nur noch alternative Eco zu machen. Ist wahrscheinlich nicht verkehrt, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Er schickt unten gepanzerten BFB. Muss ich noch was raushauen, um den zu killen? Oder reicht hier der Boost? Nee, hey, das reicht. Das Nein. Ich glaube, ich one-shot den lieber. Ich glaube, das wird mir Sicherheit geben, jetzt zu one-shotten. So. Zack. Gute Nacht. Der hat ja Geld rausgehauen. Gepanzerter. Wie teuer ist der? 4.400 hat er rausgehauen. Kann er machen. Gut, er hat halt Geld am Start. Okay, wir warten. Runde 24. Die Eco ist leider Schrott. Eco durch. Aber ich hau erst den Eisaffen raus, ne? Das macht Sinn. Erst den Eisaffen und dann primär Expertise. So, wir warten, wenn jetzt die Tislo schickt. Verkaufen und dann verbessern. Eisabfall. Mein Eco ist so schlecht, aber ist irrelevant. Wir wollen hier nur Dinge sehen. Also einen kann er solo stoppen. Ein DDT ist kein Problem. Er ist hier auch geboostet, ne? So ist es nicht. Die Position hier vom Eisum ist aber recht krass. Er kann oben angreifen, unten, er kann jede Reihe angreifen. So, machen wir jetzt Primärexpertise. So, er verkauft, er will irgendeinen Push starten bestimmt. In Runde 30, aber wir haben Primärexpertise. Er ist jetzt so gesehen gut geboostet. Nicht stark, aber gut geboostet. Geht besser, aber ist okay. Ich will halt eigentlich unbedingt auch noch ihn raushauen. Ein bisschen weiter, aber da kommen wir vom Geld halt überhaupt nicht hin. Egal, Primitivschlag, so. Jetzt würden wir ein Bett würden wir kaputt kriegen jetzt tatsächlich. Also ein kriegen wir down. Wenn er noch länger... Ja, einer ist da. So, machen wir erste Fähigkeit. Machen wir Boost, machen wir Feuer. Boost. Erste Fähigkeit nochmal. Alter, das ist ja auch jetzt nicht... Oh, er ist down, ist down gegangen. Let's go. Ha. Und der Eisaffe sollte ihn doch jetzt dann so aufhalten, dass da nichts mehr anbrennt, oder? Wir haben einen Daumen gekriegt damit. Das ist fantastisch. Erstackfähigkeit. Zack. Feuer nochmal. Aber dass das noch nicht down ist, was da jetzt ankommt. Die WFBs und so. Ich gedacht, ja, okay. Haben wir Daumen gekriegt? Ey, Ehre. Ehre. Hätte ich nicht gedacht. Shoutout. Bin positiv überrascht. Erstfähigkeit. Wir machen mal einen Subkommandanten. Da haben wir noch einen Boost raus. Wir machen ein Feuer, dass alle geboostet sind. Den könnten wir vielleicht auch kaputt kriegen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie sieht's aus? Hätte ich übrigens eine andere Taktik gewählt und nicht das mit dem Affendorf, dann hätte ich jetzt noch mehr U-Boote draußen und hätten wir es auf jeden Fall hingekriegt. So. Ja, wird knapp. Ein kaputtes kriegen wird knapp. Gutes Spiel. Naja, ich hab halt nicht einmal was versucht, weil ich halt was testen wollte, defensiv. Was für ein gutes Spiel. Die DDTs, können wir die nochmal kaputt kriegen? Ne, der Eisaffe ist mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, gut. Ne, sind kaputt gegangen. So. Nun, Erstschlagfähigkeit. Ne, war nicht gut genug. Also die Kombination Eisaffe geboostet vom Affendorf
ist nicht eine Siegerkombination. Und dazu ist der Boost jetzt auch nicht so geisteskrank heftig. Klar, mit Superbröckeln wäre es nochmal eine andere Geschichte gewesen. Hätten wir vielleicht wirklich noch einen zweiten kaputt gekriegt. Aber nee, Affendorf ist eine Enttäuschung. Der Eisaff an sich ist okay, funktioniert noch. DDTs kann er gut stoppen. Aber man merkt schon, dass er ein bisschen schwächer ist auf jeden Fall. Gut, Eiswaffe ist back. Ist jetzt aber nicht mehr overpowered. Wie ist eure Meinung zum Eisaffen? Schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir es dann aber. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.